Willkommen bei Burgenland heute am Dienstag. Der Vatikan erlaubt die Segnung homosexueller Paare unter gewissen Bedingungen. Diözesanbischof Egidius Sivkovic begrüßt heute diese Entscheidung. Das ist in der mehr als 2000-jährigen Geschichte der katholischen Kirche neu. Homosexuelle Paare können nun von Priestern gesegnet werden. Dieser Vorstoß kommt von Papst Franziskus. Die österreichischen Bischöfe tragen die Reform mit. Auch Diözesanbischof Egidius Sivkovic. Er will auch selbst den Segen erteilen. Wer wird neuer Präsident des Burgenländischen Fußballverbandes? Der Wahlausschuss des BFV hat Georg Pangl als Kandidaten für den Verbandspräsidenten nominiert. Damit geht das Rennen um den begehrten Posten so richtig los. Es wird ein Zweikampf zwischen Georg Pangl und OSG-Geschäftsführer Alfred Koller. Beide wollen in den kommenden Wochen um die Gunst der Vereine werben. 3,5 Jahre nach dem Zusammenbruch der Kommerzialbank Mattersburg liegen nun die ersten 3 Anklagen vor. Sie betreffen aber nur einen Nebenschauplatz. Ein Ex-Mitarbeiter der Bank muss sich wegen Erpressung verantworten. 2 Vorstände sollen dem Mann 70.000 Euro aus dem Vermögen der Bank ausgehändigt haben. Ihnen wird Veruntreuung vorgeworfen. Alle Geschichten und Einsätze der Lebensretterinnen und Lebensretter sehen Sie heute Abend um 21.05 Uhr in ORF 2. Die Weihnachtsstimmung ist damit gesichert. Sehr besinnlich ist es aktuell auch in Breitenbrunn. Christina Buzanic hat ein Adventfenster besucht. Mehr dazu gleich im Wetter. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.